Hallo, herzlich willkommen in meinem Ideenreich. Ich bin Jasmin und heute starte ich die Woche. Wir warten auf den neuen Katalog. Ich zeige euch so, ja, so ganz leichte Projekte, dass ihr so ein bisschen das Gefühl für den neuen Katalog bekommt und die neuen Sachen in Aktion seht. Und ja, ich hoffe, die Reihe gefällt euch. Die geht also von heute Montag bis zum Freitag, genau. Und dann startet ja nächste Woche schon der neue Katalog. Wir beginnen mit einer großen A4, A5-Karte. Und hier dreht sich's um das Stempelset Zauberhafte Tage. Und ich fand diesen kleinen süßen Bär so süß. Ja, Eisbär, normaler Bär, was auch immer ihr draus macht. Ich habe einen Eisbären draus gemacht und habe ihn auf den Pulli. Dafür habe ich mir eine Schablone gemalt. Und die werde ich euch auch als kostenlosen Download auf meine Homepage zum Download, also zum Downloaden zur Verfügung stellen. Da könnt ihr euch einfach ausdrucken, ausschneiden und den Rest seht ihr ja, wie es funktioniert. Legen wir gleich los, das habe ich benutzt. Erstmal die Karte zurechtfalzen. Schneiden müssen wir da nicht, weil ihr habt ja das A5-Format. Und das falzen wir einfach nur, also die A4-Seite falzen wir in der Mitte bei 14,8. Das war's dann aber auch schon. So, wo habe ich mein Falzbein? So, ihr braucht also jetzt drei verschiedene Pullis. Ich fand das Muster so schön aus dem Designerpapier Bärenstarke Weihnachten, weil das eben wie ein Pulli aussieht. So ein typischer norwegischer Strickpulli, keine Ahnung. So, und dann legt ihr euch das so hin, wie ihr das haben wollt. Falls es jemand hört, Loki geht's auch gut. Der ist draußen im Garten und ich habe alle Fenster auf, weil ich hier unter meinen zwei Softboxen hier ganz schön eingehe. So, dann, ihr könnt das natürlich jetzt erstmal mit Bleistift vorzeichnen, aber man sieht es sehr schlecht. Deswegen nehme ich mir immer gleich einen dicken Stift. Das ist der Sign Pen, würde ich mal sagen, von Pilot. Der Nachteil ist, der ist sehr flüssig, das heißt, der schmiert. Ihr müsst also wirklich vorsichtig damit arbeiten. Ich finde ihn aber richtig klasse, weil er so schön intensiv ist. Also ich kann ihn empfehlen, aber man muss ein bisschen damit arbeiten, um zu sehen, wie er wirkt. So, jetzt brauche ich das andersrum. Also, ihr habt es euch ausgeschnitten und dann legt ihr das. Also so wird es jetzt nicht passen. Also muss ich ein Stück weiter hoch. Was habe ich denn da ausgeschnitten? Ach, ein Geschenk. Okay, gut. So, dann legt ihr euch das so drauf, wie es passt. Bei meiner Homepage geht ihr einfach auf Downloads und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Und dann könnt ihr euch die PDF einfach runterladen auf euren Computer und ausdrucken. Ich versuche es. Also ich schaue, dass es natürlich meine Größe hat. Und dass ihr da gar nicht mehr groß umstellen müsst. So, dann gehen wir mal hier hin. Ja, dass ihr gleich die richtige Größe habt.
Also ich habe mir heute viel vorgenommen. Es ist knalleheiß draußen, obwohl wir erst früh morgens haben. Und ich habe mir genau die Woche rausgesucht, in der es in Hessen sehr warm ist. Beziehungsweise hier bei uns im Ried. Da ist es sehr warm gemeldet heute, schon die ganze Woche. Aber ich habe mir extra dafür Zeit genommen. Ich werde heute meine Videos bis Oktober vorbereiten. Ich hoffe, es klappt und die Kamera spielt mit. Einfach damit ich auch an Weihnachten, also wenn es Richtung Weihnachten geht, mehr Puffer und anderes Zeit habe. Aber es ist, ja, ich habe gemerkt, da habe ich mir was vorgenommen. So, also wenn ihr die nächsten Videos seht, alle im August gedreht und alle ja, vorgedreht. Ich kann also nie sagen, wenn ihr das Video schaut, ist der Artikel noch im Sortiment. Geht was raus, ist was nicht lieferbar. Aber das wisst ihr ja sowieso, wenn ihr YouTube-Videos guckt. So. Dann könnt ihr jetzt erst einzeichnen oder erst ausschneiden. Das ist egal. Schneidet so aus, dass ihr die schwarze Linie auf jeden Fall noch am Pulli habt. Dass es so diesen Comic-Style ergibt. Also da arbeite ich diesmal nicht mit einem Millimeter Platz lassen am Rand, sondern es wird direkt ausgeschnitten. Solltet ihr beim Schneiden jetzt drüber kommen und man sieht dann halt so unschöne Linien, geht ihr einfach nur mal mit dem Stift nach. Also der ist da super, dass man noch am Rand entlang malen kann. Und ihr könnt auch den Rand, wenn er euch zu weiß ist, den Rand nochmal extra einfärben. Nehmt euch ein Schmierblatt und fahrt alles nochmal außen rum. Das ist immer so eine Schwierigkeit, da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht dann drüber kommt und euch zum Schluss nochmal den Pulli mit einem Strich ja, versaut. Einfach mit dem Stift, das macht ihr zuerst, weil der braucht auch ein bisschen, bis er getrocknet ist. Einfach mal nachfahren. Also ihr seht ja hier sind so Einkerbungen, bis der Pulli anfängt und das ist ungefähr eure Linie, indem ihr so einen Rand macht. Ihr könnt ein bisschen weiter ausholen, dann ist es wie ein Rollkragenpulli. Ihr könnt ein bisschen weniger machen. Also richtet euch da nicht so nach dem Original. Auch hier macht ihr einfach ein Bündchen dran. Wie es euch gefällt von der Länge her, also nee, von der Breite, sorry. Und Pullis sind ja sowieso alle nicht gleich. So, und dann könnt ihr, wenn ihr das gemacht habt, noch ein paar, ja, den Bund sozusagen machen. Indem ihr es einfach drauf malt. Ihr könnt einen breiten Bund machen, ihr könnt aber auch das Ganze enger gestrickt, kann man das sagen, enger gestrickt machen. Da oben auch noch. Am besten ihr legt euch was unter. Ich habe auch jetzt schon drüber gemalt. So, und wie gesagt, bei dem lasse ich es jetzt erstmal trocknen. Wir haben ja noch genug anderes zu tun. Und deshalb ein dicker Stift, dass man es auch wirklich sieht. Wenn ihr hier einen dünnen nehmt, geht das in dem schönen Pulli-Muster verloren. Und dann wäre es wieder schade. Ihr könnt es natürlich auch weglassen. Also ihr müsst es nicht drauf malen. Der Pulli sieht auch so schon toll aus. Ich würde nur. Wobei, also ihr müsst es gar nicht. Ihr könnt. Habe ich es hier gemalt? Ach, da habe ich es auch nicht gemalt. Ne? Den Strich. Ich glaube, ich lasse ihn weg für euch bei meinem Muster.
Finde ich, braucht man nicht. Ihr könnt einen drauf zeichnen, aber. Wenn euch andere Pullis gefallen, gebe ich euch einen Tipp. Malt euch selber auf. Oder ja, vielleicht habt ihr so kleine Pullis zu Hause für Puppen, die ihr aufmalen könnt. Aber ja, ich fand die, also mit langem Rumexperimentieren fand ich das am schönsten. Und genau. So, jetzt brauchen wir ein Reststück Weiß. So, und dann habe ich ja schon gesagt, zauberhafte Tage. Und zwar diesen kleinen. Den hier kann man ausstanzen mit der Stanzform, also mit der Stanze. Den kleinen nicht, aber. Jetzt sage ich wieder, so schwer ist er gar nicht. Und dann kommt ihr mir wieder und sagt, oh, ich kann nicht ausschneiden. Ja, es ist. Was soll ich sagen? Eine Schere gehört zum Basteln dazu und ich weiß, viele tun sich da schwer damit. Es tut mir auch leid, dass ich so oft, ich liebe Ausschneiden, dass ich euch so oft die Dings gebe. Ansonsten nehmt euch meine Vorlage vom Pulli, schneidet die euch aus, legt es nochmal auf euren Drucker zu Hause und macht es euch größer und macht einfach nur einen großen Pulli drauf und nehmt eben den Eisbär zum Ausstanzen. Dann habt ihr einen Pulli, den Eisbär drauf und dann habt ihr es auch ohne Ausschneiden. Übergang sozusagen. Ja, leider, also direkt drauf stempeln auf die auf das Muster, dann sieht man leider nicht. Also ich finde gerade, dass der so weiß hervorsticht, ganz toll. Als wäre das so ein Applikat oder so. Ich kann euch immer nur wieder den Tipp geben, führt den Eisbär und nicht die Schere. Und drückt ganz leicht, ganz langsam runter, dass ihr in diesem... Ja, dass ihr nicht zu schnell schneidet, vielleicht ist das das. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich schneide einfach wahnsinnig gern. Aber im Endeffekt habe ich es mir ja auch irgendwann mal angelernt. Ja. So. Alle drei da. Ich würde es 3D machen. Das wäre wirklich noch schöner, aber das passt leider nicht. Weil sonst kann man die Pullis nicht aufeinander kleben. Und deswegen müssen wir sie direkt auf den Pulli kleben. Aber durch das Weiß sticht er ja sowieso schon hervor. Und dann, ja, passt das wieder. So, dann nehmt ihr euch die Karte vor und platziert euch die Pullis. Ich könnte ja mal eine andere Reihenfolge machen, aber das ist auch wieder euch überlassen. Einfach so platzieren, dass auf jeden Fall die, die Jungs hier noch rausgucken. Das ist also auch ganz wichtig. Und dann könnt ihr es aufkleben. Wie süß sind die denn bitte? Ach ja. Die sind trotzdem noch groß und ich habe die wirklich so aufgeklebt, dass gerade noch so ein leichter Rahmen bleibt um die Karte rum. Das werde ich später dann mit so einem weißen Stift malen.
Seht ihr, der hat ihn sogar an. Da sieht man es leicht, dass der Eisbär den anhat. Ups, da oben noch ein bisschen. Okay, dann machen wir dann weiter mit dem Rand, weil das ist auch so eine Trocknungsgeschichte, der muss auch ein bisschen mehr trocknen. Das ist der Uniball, den habe ich euch ja schon öfters gezeigt, den nehme ich nach wie vor. Uniball Signo, genau, von Uniball. Ich will immer Pentel sagen. Das ist übrigens alles selbst gekauft von mir. Das steht ja auch unten in der Beschreibung. Ist keine Werbung, auch wenn ich ihn toll finde. Ich werde nicht dafür bezahlt. So. Und dann habe ich mir als Unterstützung zu diesem Stempelset der auf dem Pferdeschlitten rausgesucht, weil ich habe was Breiteres gebraucht. Und das hat alles nicht so gepasst. Ihr könnt natürlich wie immer nehmen, was ihr zu Hause habt. Kuschelige Weihnachten fand ich aber mit diesen Pullis sehr, sehr passend. Und dann habe ich mir mit den Basics mit Pep so ein Fähnchen ausgestanzt. Alles in Babyblau übrigens. Das fand ich nicht so hart und trotzdem passend zu den anderen Farben. Und dann brauchen wir noch Embossing-Pulver, also Prägepulver in Weiß. Ich weiß nie, wie es heißt. Stamping, Prägepulver. Ja. So, dann versuchen zu treffen, dass es gerade ist. Manchmal ist es besser, also wenn ihr nicht die Klarsichtstempel habt, ist es besser, ihr stempelt zuerst und stanzt dann aus. Und bei dem hier finde ich es jetzt angenehmer, wenn es andersrum ist. So, und dann einmal den Föhn. Und ich habe es probiert, bis dahin geht er und nicht mehr, deswegen melde ich mich nachher wieder. So, dann brauchen wir noch Dimensionals, weil das so ein bisschen breiteres Schild ist, nehme ich mir 3, weil normalerweise reichen auch immer 2. Aber ja, ein bisschen größer und dann kann man auch mal 3 nehmen. So, und jetzt mache ich mal Platz, damit ihr das seht. Und ihr könnt, richtig rumkleben wäre noch gut. Ihr könnt es jetzt vielleicht mal hier unten. Also im Prinzip da, wo Platz ist, finde ich eigentlich nicht schlecht, weil dann seht ihr den Unterschied, wie man es machen könnte und wie man es nicht macht. Mitten rein würde ich es jetzt nicht, dann gehen die schönen Bärschis verloren. Aber ja, mein erstes Projekt zum neuen Katalog. Ich hoffe, es gefällt euch und tatsächlich sehen wir uns morgen wieder, Dienstag, zu einem neuen Projekt. Und bis dahin macht's gut und wir sehen uns. Tschüss!